Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema ALPAS, also generell einfach ALPAS-Systeme bzw. Übertragungsfunktionen. Einmal im Zeitkontinuierlichen und einmal im Zeitdiskreten. Da gibt es halt zwei unterschiedliche Betrachtungen. Funktioniert aber relativ analog, also man spiegelt es entweder an der imaginären Achse, wo was genau, sage ich gleich noch, oder am Einheitskreis, je nachdem, ob man halt im Zeitdiskreten oder im Zeitkontinuierlichen ist. Gut, was ist jetzt ein ALPAS? Ein ALPAS ist eigentlich nichts anderes als eine Übertragungsfunktion, die zwei gewisse Eigenschaften erfüllt. Jeweils im Zeitkontinuierlichen was anderes wie im Zeitdiskreten, wobei die erste Eigenschaft bei beiden gleich ist. Also beim Zeitkontinuierlichen können wir gerne euch mal anfangen. Da haben wir halt als erste Eigenschaft, das System ist stabil. Das bedeutet, der Realteil von den ganzen Polstellen des Systems muss kleiner 0 sein, beziehungsweise der Übertragungsfunktion müssen alle Polstellen kleiner 0 sein. Bedeutet, wenn wir eine Polstelle haben, muss die immer links der imaginären Achse liegen. Wenn das erfüllt ist, ist schon mal die erste Bedingung für einen ALPAS erfüllt, der zeitkontinuierlich ist. Dann braucht man nur noch die zweite Bedingung. Da steht dann, die Pol- und Nullstellen sind achsensymmetrisch bezüglich der imaginären Achse. Bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Polstelle bei minus 5 haben, müssen wir eine Nullstelle bei plus 5 haben. Oder wenn wir eine Polstelle bei minus 5 plus J3 haben, müssen wir eine Nullstelle bei plus 5 plus J3 haben. Also einfach, wenn hier eine Polstelle ist, muss die genaue Spiegel an der imaginären Achse auch sein. Ich habe jetzt hier mal ein paar Beispiele, damit wir das Ganze mal kurz überprüfen können und nachschauen können, ob das Ganze so anwendbar ist. Also das erste Beispiel wäre S minus 3 geteilt durch S plus 3. Das heißt, wir haben eine Polstelle an der Stelle minus 3 und eine, können es mal gerne einsetzen. Wenn wir zum Beispiel hier eine 3 einsetzen würden, wäre das ja eine Nullstelle. Also 3 minus 3 wäre 0. Bedeutet, wir haben eine Nullstelle an der Stelle 3. Und wenn wir eine minus 3 einsetzen würden, hätten wir minus 3 plus 3. Das heißt, eine Polstelle an der 3, Stelle minus 3. Und wir sehen, okay, eine Polstelle bei minus 3, eine Nullstelle bei 3. Polstelle ist links der imaginären Achse. Stabilität ist also, stimmt schon mal überein, ist auf jeden Fall die erste Regel erfüllt. Und wir sehen auch, das Ganze ist an der imaginären Achse gespiegelt. Wenn ich hier einen Spiegel hinhalte, sehe ich genau, dass die Nullstelle gegenüber von der Polstelle gespiegelt ist. Also ist das ganze System schon mal stabil. Hier müssen wir kurz noch die Punkte mal eintragen in unser Koordinatensystem. Das kann man dann auch schon mal schön üben. Normalerweise kann es sein, dass diese Funktion als Polynom gegeben ist. Da muss man das Ganze erstmal nach Polstellen und Nullstellen aus exen, sage ich mal, indem man zum Beispiel einfach Polynomdivision anwendet oder in dem Fall jetzt einfach PQ-Formel anwendet und dann aus die Nullstellen kommt. Hier sehen wir also, wir haben eine Nullstelle an der Stelle 1 plus j, das heißt, wir sind bei der Stelle 1 plus j, da haben wir eine Nullstelle. Wir haben eine Nullstelle an der Stelle 1 minus j, das heißt, an der Stelle 1 minus j ist eine Nullstelle. Dann haben wir eine Polstelle an der Stelle minus 1 plus j, minus 1 plus j eine Polstelle und minus 1 minus j, also minus 1 minus j ebenfalls eine Polstelle. Und wir sehen wieder, alle beiden Polstellen befinden sich links, also links der imaginären Achse, das heißt, Stabilität ist schon mal erfüllt. Dann sehen wir auch noch, wir haben automatisch eine Spiegelung, weil wir halt hier den Abstand 1 haben und hier den Abstand 1. Das heißt, wenn ich hier wieder einen Spiegel dran lege, sehe ich, okay, die Polstelle ist gespiegelt zu der Nullstelle und diese Polstelle ist gespiegelt zu der Nullstelle. Wichtig, wenn ich jetzt eine von diesen, also es muss für alle Pol- und Nullstellen diese Bedingung gelten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Nullstelle nicht hätte, hier oben rechts in der Ecke, dann wäre das Ganze kein ALPAS-System, weil wir halt nur eine Polstelle gespiegelt an der Nullstelle haben. Wäre nur der Term mit der Spiegelung eben ein ALPAS-System. Genau, dann zum dritten Beispiel, da habe ich jetzt mal ein ähnliches wie oben genommen, einfach 1 durch das Ganze, also jetzt statt S minus 3 durch S plus 3 habe ich S plus 3 durch S minus 3. Da sehen wir super, das Ganze ist gespiegelt, aber trotzdem können wir nicht sagen, dass das ein ALPAS-System ist, weil wir sehen jetzt, okay, die Polstelle liegt rechts der imaginären Achse entspricht aber nicht unserer ersten Bedingung, dass das System stabil ist. Bedeutet, dass hier unten ist kein ALPAS-System, das hier oben wäre ein ALPAS-System. Also wir hätten wir den zeitkontinuierlichen Bereich schon mal durch. Dann kommen wir zum zeitdiskreten Bereich. Das ist eigentlich nichts anderes als der zeitkontinuierliche Bereich, nur dass ich das Ganze jetzt auf den Einheitskreis unterbreche. Bedeutet ja, im zeitdiskreten betrachte ich ja immer Sachen, die im oder außerhalb des Einheitskreises liegen. Im Einheitskreis Stabilität, außerhalb des Einheitskreises eben keine Stabilität für Polstellen. Und dementsprechend, die erste Regel bleibt gleich wie im Zeitkontinuierlichen, das System muss stabil sein. Hier nur beachten, Stabilität bedeutet jetzt nicht mehr links der imaginären Achse, sondern der Betrag von Z unendlich, i muss kleiner 1 sein, bedeutet unsere Polstellen müssen alle im Einheitskreis liegen, damit wir ein ALPAS-System haben, das zeitdiskret ist. Und die zweite Bedingung muss natürlich auch noch erfüllt sein, anstelle von der Spiegelung an der imaginären Achse habe ich jetzt eine Spiegelung am Einheitskreis. Das bedeutet, die Nullstellen liegen bezüglich des Einheitskreises spiegelbildlich zu den Polen. Das wiederum würde bedeuten, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, also die Bedingung zwischen den jeweiligen Pol- und Nullstellen muss sein, z0, i muss gleich 1 durch z unendlich, i komplex konjugiert sein. Sprich, wenn ihr jetzt z unendlich, i hier einsetzt und dann eine Nullstelle rauskriegt, die ihr oben seht, dann wisst ihr, okay, das Ganze ist ein ALPAS-System. Das beschreibt, wie gesagt, nichts anderes als eine normale Spiegelung am Einheitskreis.
Hier wäre nochmal zu beachten, dass das Ganze nicht unbedingt symmetrisch aussehen muss. Also wenn ich zum Beispiel hier eine Polstelle habe, dann liegt vielleicht hier eine Nullstelle, aber wenn meine Polstelle immer näher an den Einheitskreis rückt, dann rutscht meine Nullstelle immer deutlich schneller ins Äußere, weil wir halt zum Beispiel bei 1 durch 0,2, wenn wir hier an der Stelle 0,2 wären, wäre meine Nullstelle schon bei 5, weil 1 durch 0,2 eben 5 wäre. Dementsprechend kann es sein, dass man dass das Ganze nicht mehr ganz so symmetrisch aussieht, deshalb immer die Formel anwenden, dann weiß man Bescheid. Genau, da habe ich auch nochmal ein Beispiel zu. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal was noch nicht Komplexes nehmen, also dieses Komplex konjugiert erstmal vernachlässigen können. Wir nehmen jetzt mal z minus 2 geteilt durch z minus 1/2. Dann kann ich hier direkt eintragen, habe ich schon gemacht. An der Stelle 1/2 sehen wir, ist eine Polstelle. An der Stelle 2 ist eine Nullstelle. Einfach einsetzen, 2 minus 2 wäre 0. Und 1/2 minus 1/2 wäre auch 0, also da die Polstelle. Und dann können wir überprüfen, wir haben jetzt unsere Polstelle, die liegt ja genau bei 1/2. Wenn ich das hier einsetze, 1 durch 1/2 komplex konjugiert, bleibt immer noch 1/2. Dementsprechend 1 durch 1/2 ist 2 und wir sehen, okay, das ist ja unsere Nullstelle und wir wissen, alles klar, das ganze System ist ein Allpass, gerade auch, das muss man vorher natürlich auch noch prüfen, weil unsere Polstelle halt im Einheitskreis liegt. Ja, also der Betrag unserer Polstelle ist ja Betrag von 1/2, Betrag von 1/2 ist kleiner als 1, dementsprechend haben wir eine Polstelle, die stabil ist oder ein System, das stabil ist und wir können das als Allpass-System kennzeichnen. Gut, dann jetzt die nächste Übertragungsfunktion, da habe ich meine Komplexe eingebracht. Die können wir jetzt einfach mal nachprüfen. Also wir haben jetzt erstmal wieder den Teil von oben, sehen wir, z minus 2 durch z minus 1/2 steht genau hier. Das heißt, diese Pol- und Nullstelle, die sind schon mal Allpass fähig. Also wenn wir jetzt das überprüfen, das ist sowohl stabil als auch komplex, also an dem Einheitskreis gespiegelt. Und dann müssen wir jetzt noch das andere Polstellenpaar betrachten, Pol- und Nullstellenpaar, das wäre jetzt hier vorne z minus 1 plus j und z minus 1/2 plus j 1/2. Und wenn wir jetzt eben genau 1/2 plus j 1/2, das ist ja unser Pol, hier einsetzen, dann kriegen wir komplex konjugiert 1/2 minus j 1/2. Und 1/2 minus j 1/2 kann man erweitern mit 1/2 plus j 1/2 und dann sehen wir, dass da rauskommt 1 plus j. Könnt ihr gerne mal auf dem Blatt Papier machen, ist nicht allzu schwer, also komplex konjugieren und dann einfach dividieren, indem man erweitert. Das Ganze auf einen Bruch bringen und dann sehen wir, dass wir eben genau darauf kommen, dass unsere Nullstelle wirklich bei 1 plus j liegt, also hier oben, und unsere Polstelle bei 1/2 plus j 1/2. Dementsprechend liegen diese Polstellen auch gespiegelt am Einheitskreis. Sieht man hier auch noch recht gut. Wie gesagt, wenn die Polstelle näher an die Null rutscht, dann geht die Nullstelle viel schneller weiter ins Äußere. Da wird es ein bisschen schwerer zu sehen, da müsste man auf jeden Fall die Formel nutzen. Und wir sehen auch, dass diese Polstelle im Einheitskreis liegt, ebenfalls stabil ist, genau wie diese. Heißt, beide Polstellen liegen im Einheitskreis, beide Polstellen werden durch ein Komplex konjugiert nach außen gespiegelt am Einheitskreis, Nullstelle kompensiert. Dementsprechend ist das auch auf jeden Fall stabil. Und jetzt nochmal der gleiche Fall wie hier vorne schon mal. Ich habe jetzt einfach mal 1 durch die obere Funktion gemacht, also statt z minus 2 durch z minus 1/2 habe ich z minus 1/2 durch z minus 2 gemacht. Dann sehen wir, okay, wir haben eine Nullstelle, die liegt an der Stelle 1/2, eine Polstelle, die liegt an der Stelle 2. Wenn ich das jetzt hier einsetze, ich könnte ja wieder einsetzen, die Polstelle 1 durch 2 komplex konjugiert ist 1 durch 2, das ist 1/2, das würde wunderbar passen. Aber wir wissen, erste Regel, das System muss stabil sein. Und das bedeutet, dass wir alle Polstellen im Einheitskreis haben müssen. Unsere Polstelle liegt aber außerhalb des Einheitskreises. Dementsprechend ist das Ganze kein Allpass-System. Und wir haben unsere ganzen Allpass-Systeme oder Allpass-Übertragungsfunktionen bestimmt. Also die ersten beiden sind immer Allpasse, das dritte nicht. Und ja, es funktioniert halt analog im Zeitdiskreten wie im Zeitkontinuierlichen. Einfach mal vielleicht ein paar Beispielaufgaben rechnen. Diese Regel hier oder diese Formel immer anwenden. Also jetzt nicht so wie ich das schon mal als bekannt voraussehen. Oder wenn man das hier sehen kann, sollte man das auf keinen Fall oder versuchen, das mit dem Auge zu erkennen, sondern immer gerne ruhig mal einsetzen. Aber es ist ja keine allzu schwere Formel. Ansonsten, wenn es Fragen dazu gibt, dann gerne in die Kommentare. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.